Einen schönen guten Morgen, es ist 13.14 Uhr. Ich werde jetzt kurz einfach mein Gesicht reinigen. Ich habe heute Morgen geduscht, also ich werde heute Abend nochmal duschen, halt mit Haaren und so weiter, weil morgen ist ja der erste Schultag. Aber ich habe einfach mal versucht, nur die Spitzen, nur den Ansatz zu waschen. Das habe ich schon bei mehreren gesehen. Darüber habe ich auch gestern mit meiner Mutter gesprochen, weil bei meiner Schwester fetten die Haare auch schnell nach. Also ich habe das paar Mal ausprobiert und so. Ich habe mir gedacht, ja, ich muss ja nur den Ansatz waschen und deswegen habe ich einzeln geduscht und einzeln dann meinen Ansatz gewaschen, weil ich hätte in dem Moment nicht duschen musste oder so. Und weil ich dachte, ja, dann werden ja die anderen Haare eh nass, aber das Wasser, was an den Längen kommt, ist ja nicht schädlich so. Ja, ich habe nur den Ansatz gewaschen, weil ich heute Abend wie gesagt, duschen werde und einfach das Ganze ausprobieren wollte. Ich werde jetzt einfach mein Gesicht mit diesem neuen Cognac-Schwamm waschen, reinigen, den wir gestern gekauft haben. Den direkt mal ausprobieren. Oh Gott, das... Ja, okay, der war auch... Also, okay, der ist auch hart, aber der hat jetzt eine andere Form. Gucken, wie der ist. Es ist 15.12 Uhr. Ich habe mich fertig gemacht. Also es ist... Ja, ich glaube, das war noch ein bisschen Make-up voll. Also ich habe mich geschminkt. Ich wollte halt irgendwie ein Probe-Make-up für morgen machen. Also mich irgendwie so ungefähr schminken, wie ich es morgen getan hätte. Genau. Aber ich wusste nicht was. Und dann habe ich einfach irgendwas gemacht. Also ich habe ja vorher den neuen Cognac-Schwamm benutzt, den wir gestern gekauft haben. Und ich habe ja die neuen Lidschatten von meiner Oma bekommen. Und irgendwie ist es bei mir manchmal so, dass ich neue Dinge monatelang nicht benutze. Aber wenn ich dann mal eins davon benutze, dann muss ich nicht alles Neue direkt anziehen oder ausprobieren. Und ja, dann habe ich einen neuen Lidschatten drauf gemacht. Und ja, weiß nicht, wie ich mich morgen schminken werde. Vielleicht so, vielleicht anders, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe gestern Abend noch mal Wetter geguckt. Es soll irgendwie die ganze Woche regnen, aber ja. Ich werde mich auf jeden Fall fertig machen. Ansonsten will ich auch dann irgendwie den Müll raus tun und auch noch den Schreibtisch fertig machen. Also ich meine, ich habe hier morgen irgendwie kein Treffen hier im Zimmer. Ja, wenn ich es nicht schaffe oder so, ist ja auch nicht schlimm, aber ist jetzt nicht so krass. Ich muss ja eh meine Schulsachen und so einpacken. Aber einfach so als Zeichen, dass morgen die Schule beginnt und dann einfach irgendwie auch Sauberkeit und Ordentlichkeit herrscht. Genau, ich muss ja noch meine Sachen packen für morgen. Ich habe die Tasche, meine Schultasche schon in den Winterferien und schon im Zimmer gereinigt und so. Ich glaube, da liegen noch so Pausenbrottüten, aber halt ohne Pausenbrot. Ansonsten ist die sauber. Tja, und jetzt überlegen wir mit meinem Vater rauszugehen. Leute, 17.38 Uhr. Ich habe ungefähr 2 Stunden auf meinen Vater gewartet, bis er irgendwelche Pakete fertig geklebt hat, die er dann irgendwie zur Post bringen soll. Und dann vor dem Rausgehen sagte er so, ja, nimm das eine Paket, was halt leichter ist. Dann ging er so, hä, heute ist doch die Post zu. Also ja, für nächstes Mal, wenn wir dann weggehen. Und ich so, musste ich jetzt ernsthaft 2 Stunden warten, bis du die Pakete wegpackst, die wir heute nicht mal abschicken können. Und ja, dann sind wir losgegangen und jetzt sind wir in der Stadt ein bisschen spazieren. Ja, warte. Ich hoffe, wo soll ich das hier? Gleich gibt es hier auch Zankerei. Also auf jeden Fall haben wir dann noch ein paar Bücher entdeckt, die wir dann ins Auto eingelegt haben. Wir sind halt mit dem Auto da. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, gehen wir an der Schule von der Schwester vorbei. Vielleicht sage ich warum. Und dann noch zu gucken, ob da ein freier Parkplatz ist, weil er morgen meine Mutter irgendwie am Nachmittag zum Arzt fährt. Und da direkt in der Arztpraxis gibt es keine Parkplätze. Oder da ist immer voll. Und bei der Schule von meiner Schwester vorbeischauen, weil sie hat halt eine Mitteilung bekommen. Da, wo wir am polnischen Markt waren, haben wir vorher den Briefkasten aufgemacht und da war eine Mitteilung, dass sie 3-mal im Fach Französisch die Hausaufgaben vergessen hat. Und das muss man halt unterschreiben. Und dann hat er gesagt, ja, wenn man schon an der Schule vorbeifährt, kann man da einfach den unterschriebenen Brief abgeben und halt auch einfach keine Briefmarke zu verschwenden.
Und ja, also die Schule hat irgendwie gar keinen Briefkasten, haben wir zumindest nicht gesehen. Ich habe gesagt, ja, die Schule hat halt zu, aber ab morgen kommen ja die Abiturienten. Vielleicht ist da, also öffnen die dann hoffentlich, denke ich mal, so logischerweise die Türen, die Toren. Und dann werden dort auch die Briefkästen vielleicht im Eingang sein oder so. Aber wir haben jetzt nicht versucht, das Tor aufzumachen. Genau. Und Alter, ich habe so Hunger. Mein Vater hat gesagt, es gibt Pizza. Also schon vor dem Rausgehen hat er gesagt, es gibt Pizza. Aber keine Ahnung. Ich kann nicht mehr. Und ich habe irgendwie voll die krassen Rückenschmerzen, Alter. Ich weiß nicht warum. Oh Gott. Und ja, vielleicht wird es besser, indem ich halt wieder Präsenzunterricht habe und nicht mehr zu Hause vorm Laptop sitzen muss, sondern in der Schule vom Lehrer auf dem Stuhl. Leute, ich habe so einen Hunger, ich kann nicht mehr, also als wir zum Auto gegangen sind, ich habe gedacht, ich schaffe es nicht mehr zum Auto, also, oh mein Gott, ich hoffe, dass meine Mutter jetzt irgendwie fertig das Essen gemacht hat, das Essen schon fertig ist, aber, mir ist gerade echt wieder übel. Привет, а ключ к вам не упомянул перекос. Холодно, на улице холодина. Ой, бабку несут, смотри, старую. Das ist 22.14 Uhr. Pizza hat echt gut geschmeckt. Ja, auf dem Tisch hier. Sieht immer noch nicht so geil aus, aber ich habe jetzt auf jeden Fall ein paar Sachen weggeräumt und beziehungsweise meine Schulsachen eingepackt. Morgen habe ich 2 Stunden Spanisch, 2 Stunden Deutsch, 2 Stunden BWL und 2 Stunden Physik. Also für Spanisch, genau, habe ich ein Buch mitgenommen, Arbeitsheft und Schnellhefter, Deutsch nur die Lektüre, weil ich habe die Einträge auch gar nicht, ich habe die, glaube ich, nur abfotografiert, halt eben auf dem Handy. Und BWL, die Mappe. Naturwissenschaften habe ich zwar ein Heft, aber ich habe da halt den Eintrag. Also die ganzen Themen, die wir gemacht haben im Online-Unterricht, da habe ich auch nicht mitgeschrieben. Und das, was ich mir abfotografiert habe, habe ich dann auch irgendwann mal wieder gelöscht, weil es irgendwie verschwommen war und ich es trotzdem nicht gecheckt habe. Ich habe aber auch noch nichts Neues übertragen. Und deswegen, wenn ich jetzt, auch wenn wir jetzt mit einem neuen Thema anfangen würden, würde halt das alte Thema irgendwie verschwinden. Das erste und das zweite, ich glaube, sie hat, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie letzte Stunde erst mit dem neuen Thema angefangen hat. Dieser mittleren Änderungsrate oder so. Ja. Ich habe jetzt die Fenja gefragt, weil sie hat ja auch in die Gruppe reingeschrieben, wie ist es mit der Maske im Unterricht? Aber da hat der Lehrer hier schon gesagt, oh, Desinfektionsmittel, kann ich auch noch einpacken. Dass bislang keine Regel herrscht, dass man FFP2-Maske im Unterricht tragen muss. Aber vielleicht kommt die noch irgendwie. Ich denke, ich werde die nur im öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Ich muss mal kurz nach einer normalen gucken, ob wir die überhaupt noch haben oder weggeschmissen haben. Ah, da habe ich noch so eine hässliche Einweg, aber die ist alt, die werde ich jetzt nicht mehr benutzen. Da habe ich ja gedacht, oder ja, habe ich gedacht, dass wir die anderen Masken, außer die FFP2-Masken, nicht mehr brauchen werden. Dann habe ich mir da, als ich geheult habe, ich weiß nicht, vor Lachen oder vor Traurigkeit, die Augen abgewischt. Hier sind noch ein bisschen Make-up-Rest. Das werde ich gleich auch wegschmeißen. Es ist gerade 20 nach 10. Ich muss noch komplett duschen und so. Ich muss mir noch überlegen, was ich morgen anziehe. Das wollte ich eigentlich schon irgendwie während des Tages machen, aber habe es nicht geschafft. Und ich werde morgen mir keinen krassen Lidschatten-Make-up machen, sondern einfach, was die Augen angeht, vielleicht eher ein bisschen Lidstrich und Wimperndusche. Ja.
Fall ja schon geschrieben, dass ich die Einsamkeit, die ich morgen verspüre, jetzt schon in mir trage. Die fühle ich jetzt schon. Und ja, schade, dass wir halt nicht in einer Gruppe sind. Das ist voll, also ich weiß nicht. Man weiß nicht, wann man sich das nächste Mal treffen wird. Und das würde halt davon abhängen, wie lange der Wechselunterricht halt stattfindet. Und ja, also sie wollte ja bei mir auch mal vorbeischauen oder halt bei mir ihren Taschenrechner abholen, den sie irgendwie verloren hat und ich den bei mir in der Tasche hatte. Ich habe ja auch schon geschrieben, so deine Sachen verschwinden einfach ständig. Ansonsten ist es halt irgendwie schon traurig, dass wir uns nicht mehr sehen werden. Also es ist irgendwie so, als wurden wir getrennt. Wisst ihr? Jetzt bilden wir praktisch eine neue Klasse. Und ich habe das Gefühl, dass ich morgen einfach so, wisst ihr, so wie als ob alles von neu anfängt. Ja, wenn man von neu anfängt, dann heißt es ja, dass sich alles komplett ändert. Aber so ein Gefühl habe ich auch, aber irgendwie fühle ich mich so, als würde ich in eine neue Klasse kommen oder als würde ich in eine neue Schule kommen. So jedes Mal, wenn ich halt die Klasse gewechselt habe, die Schule oder was auch immer, habe ich mich so gefühlt. Beziehungsweise, ja, gerade jetzt irgendwie nicht so. Doch, ich habe schon eine Aufregung. Aber das Einzige, was halt sich in den Gefühlen oder halt in der Tatsache unterscheidet, ist, dass ich ja weiß, wie die Konstellation sein wird. Wenn ich die Klasse oder die Schule gewechselt habe, da wusste ich ja nicht, was auf mich zukommen wird und so. Und hier weiß ich ja ganz genau, wer da sein wird. Von der Aufteilung her. Ja. Ist einfach immer noch so krass, dass ich einfach so, dass die vier Reihen hinter mir alle komplett leer sein werden. Weil die kompletten vier Reihen hinter mir sind Gruppe B. Also halt die anderen. Und Dani hat schon so reingeschrieben, so, ja, wer ist morgen A oder B, ich check das nicht. Und ja, woran ich mich gerade erinnert habe, die Sport-Challenge ist ja, wann ist die geendet? Am Freitag, glaube ich. Also vorgestern. Also die Sport-Challenge von unserer Schule, da hat halt jede Klasse gegen jeden angetreten. Also da musste man als Klasse halt eben am letzten Tag die Schritte eintragen, die jeder einzelne für sich für eine Woche gegangen ist, also eine Woche lang gegangen ist. Und genau, es hieß irgendwie so wir, Hashtag wir gegen Corona, Sport, Schritte, Challenge, keine Ahnung. Bei uns war das, glaube ich, so, dass keiner irgendwie Bock hatte und der Preis wurde ja nicht im Vornherein genannt, also die Gewinner würden einen Preis bekommen und irgendwie, ja, hatten wir Besseres zu tun. Alle haben dann so ein paar Mal ihre, also nicht alle, sondern ein paar Leute haben einfach ihre Screenshots geschickt, aber auch nur von einem, zwei Tagen. Ansonsten hat da, glaube ich, also ich weiß nicht, ob die dem Luke privat geschrieben haben, der das Ganze in die Excel-Tabelle eingetragen hat, aber ja, ansonsten, glaube ich, hat sich keiner damit beschäftigt oder hat dran gedacht. Dann als die E-Mail kam von dem Deutschlehrer, von unserem Klassenleiter, dass wir dann irgendwie dienstags bis 6:30 Schule haben, hat der hinterher gesagt so, ja, und was soll ich denn meine Schritte-Challenge machen? Und der Luke so, ja, die ist genau heute vorbei. Genau, und jetzt heute Abend kam die E-Mail von der Sportlehrerin, mit der Danke, dass wir alle mitgemacht haben und dass die Gewinner bereits vergeben sind. Also das ist die Vorklasse. Ich glaube sogar Vorkurs. Also ich glaube, die haben ganz viel Zeit. Die 10. oder die 11., was auch immer die sind. Die 10. oder die 11. Klasse. Also die werden ja morgen auch nicht in den Unterricht gehen. Die haben Larifari-Unterricht. Die werden wahrscheinlich bis Ende des Schuljahres auf Distanzunterricht sein. Das waren wir in der 11. auch letztes Jahr. Und ja, klar haben die irgendwie Zeit gehabt, sich zu beschäftigen, draußen zu sein, weil wenn die halt nicht so richtig Schule haben und es alles locker genommen wird. Und außerdem, sie so, ja, bei denen kam, warte mal, ich schau kurz, ne? Ich wollte gerade nochmal genauer nachschauen. Bei dem kam als Klasse 1.071.750 Schritte zusammen. Da haben schon direkt die Leute in die Klassengruppe geschrieben, das ist ja gar kein Fake. So. Weil das wird halt nicht nachkontrolliert. Das ist halt auf Ehrenbasis. Deswegen konnte halt jeder wahrscheinlich wir konnten auch irgendeine Zahl hinschreiben. Und die haben halt ein bisschen zu stark übertrieben. Was muss man denn machen, um eine Million Schritte zu laufen? Schon 1.100.000.
haltet euch fest, was der Gewinn ist. Ein Sportlerfrühstück. So, dafür hätten wir einfach uns anstrengen sollen für ein Sportlerfrühstück. Die Klasse erhält als Gewinn Sportlerfrühstück. Und so habe ich gerade nochmal nachgeschaut, sobald die Klasse wieder in die Schule kann. Also morgen gehen ja nur die Abi-Klassen, Abi-Klassen wieder zur Schule. Und ja, die 11.10. wird wahrscheinlich noch dieses Jahr zu Hause bleiben. Also werden die, also wird ist bringt der Gewinn ihnen eigentlich gar nichts, weil sie wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr zur Schule kommen. Sportlerfrühstück. Was ist ein Sportlerfrühstück? Ich habe extra gegoogelt, kam mir irgendeine Portion von Rewe raus. Also einfach irgendwie so ein Brei. Ja. Können wir auch so machen, so ein Frühstück organisieren. Es wird irgendwie eine neue Challenge gestartet. Irgendwie auf der Homepage von Sportlehrern gibt es so Übungen. Aber das ist halt wahrscheinlich irgendwie nur freiwillig. Man kann seine Erfolge teilen, aber da steht jetzt nichts von, dass das irgendwie belohnt wird oder so. Ich glaube, es ist einfach nur für sich selbst. Ja. Ich glaube, ich gehe jetzt mal duschen. Weil ich möchte heute nicht allzu spät schlafen gehen. Ich möchte morgen ausgeschlafen sein, weil ich weiß nicht, wie ich das jetzt packen werde. Wie das sich alles auf meinen Körper auswirken wird, nachdem ich irgendwie 1,5 Monate jetzt keine Schule mehr hatte. Genau, selbst als ich jeden Tag Schule hatte davor, es klingt so, als ob vor 6 Jahren, so als ob ich nach 6 Jahren wieder in die Schule gehe. Also halt, als man jeden Tag Schule hatte, also jetzt vor den Ferien, vor den 1,5-monatigen Ferien, war das für mich, also es war natürlich belastend, halt, weil man auch jeden Tag ganztags hatte und so, aber da hatte man ja Zeit, das war halt ein Alltag und ob du jetzt damit klarkommst oder nicht, ist deine Sache, aber du kannst es dir irgendwie einplanen, dass du halt früher schlafen gehst oder so, weil das ist halt nur um deinen Stundenplan. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie ich reinkomme, nachdem ich irgendwie gar keinen Rhythmus hatte. Und ja, ich gehe jetzt mal duschen. Es ist jetzt 23.18 Uhr. Ich habe jetzt geduscht, werde jetzt mich noch fertig trocknen und dann werde ich auch schlafen gehen. Ich meine, es ist ein bisschen später, als es vielleicht hätte sein sollen. Ich will morgen nicht einfach nur da sein, sondern ich möchte auch pünktlich sein. Vielleicht auch etwas früher kommen und halt ja so ein bisschen reinzukommen und auch mit halt denjenigen ein bisschen reden, die schon da sind, wenn da schon irgendwelche da sein werden. Genau, ich habe jetzt mit der Fanny noch geschrieben, weil die halt antwortet dann immer so nach, manchmal nach Tagen, manchmal nach Stunden. Und dann hab ich so gesagt, ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir halt zusammenrücken müssen und so. Und habe sie gefragt, ob sie die FFP-Maske tragen wird oder die ganz normale, weil ich habe meine Mutter gefragt, wo denn jetzt die Stoffmasken sind oder die Einwegmasken. Die so, ja, habe ich alle weggeschmissen, die brauchen wir nicht. Ist so, nur weil ihr das jetzt nicht braucht als Eltern, heißt ja nicht, dass wir als Kinder das nicht brauchen. So, wir müssen die ja nicht tragen, also in der Schule. Und ja, sie hat alle Stoffmasken weggeschmissen. Wer hat noch ein paar Einwegmasken? Ich weiß nicht, ich guck mal morgen. Also ich glaube, ich halte es nicht ganz aus, also den ganzen Schultag mit der FFP2-Maske. Irgendwie habe ich gerade wieder Energie und ich überlege mir, den Vlog zu schneiden, damit ich besser schlafen kann, weil ich glaube, ich werde eh nicht gleich einschlafen und da kann ich so ein bisschen nachdenken. Ich habe übrigens mir nichts ausgesucht, also ich habe gerade eine Hose bei meiner Mutter entdeckt. Ich weiß nicht, ob ich die morgen anziehen soll, aber ich weiß nicht, bei hellen Hosen finde ich es immer schwierig, ein Oberteil zu finden, was dazu passt. Ja, und ich habe gestern nachgeguckt, es soll die ganze Woche regnen, aber ich habe nochmal nachgeguckt und es soll irgendwie erst ab 15 Uhr Regen kommen und zwar auch nur zu einer 50%igen Wahrscheinlichkeit. Ich will morgen noch ein bisschen früher aufstehen, beziehungsweise ich weiß auch nicht, ob ich früher aufstehen soll oder ob ich einfach aufstehen soll, wenn meine Eltern mich wecken. Ja, ich glaube, ich werde noch ein bisschen länger schlafen. Ja, ich bin gespannt auf morgen, wie das alles sein wird, aber ich denke, ich werde einfach morgen nochmal über meine Gefühle berichten am Morgen und auch halt dann danach und so.
weil ich bin echt müde und so. Und ich habe schon eine Fälle geschrieben. Also es fühlt sich an, wie ich auch schon vorher gesagt habe, als ob morgen irgendwie so ein krasser Schultag wäre. So neue Schule, neue Klasse, alles neu. Aber ja, ich werde einfach morgen nochmal berichten. Und ansonsten sag ich Tschüss.